Sehr geehrter Herr Präsident, ich verurteile aufs Schärfste die bewusste Verletzung des humanitären Völkerrechts durch Assad und seine Verbündeten, insbesondere, wie so oft heute schon genannt, durch Russland. Es ist ein Kriegsverbrechen, Krankenhäuser und andere zivilen Einrichtungen bewusst zu bombardieren, wie wir es in den letzten Tagen erlebt haben. Dennoch müssen die Gesprächskanäle offen bleiben, denn ohne Russland wird es keine politische Lösung geben. Aber ich sehe insbesondere hier die EU-Mitgliedstaaten in der Pflicht, endlich zu einer gemeinsamen Position und Strategie zum Umgang aber mit allen zentralen Konfliktparteien im Syrien-Konflikt zu kommen. Dazu gehört auch der Iran, Saudi-Arabien, die Türkei, die verschiedenen Rebellengruppen und Daesh. Nur wenn wir zu einer gemeinsamen EU-Strategie finden, kann Federica Mogherini für die EU eine konstruktive diplomatische Rolle einnehmen, so wie sie es erfolgreich bei den Iran-Verhandlungen gezeigt hat. Aber die EU muss auch kurzfristig handeln. Ich begrüße daher ausdrücklich die humanitäre Initiative der Hohen Vertreterin des Kommissars für humanitäre Hilfe, durch die 130.000 Syrerinnen und Syrer mit Hilfeleistungen versorgt werden sollen. Herzlichen Dank.